Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft zu einer weiteren Folge im Redstone Bunker von The Joecraft. Und ich befinde mich hier in den Arkaden vorm Modehaus, beziehungsweise besser gesagt vor dieser Art, ja, Atrium, da wo der Springbrunnen ist. Und will euch zeigen, was ich gebaut habe. Und wir werden natürlich daran jetzt auch weiterbauen, denn es ist noch nicht ganz fertig. Und zwar, wenn man diesen Pfeilen folgt, unschwer zu erkennen, führen die wahrscheinlich dahinter. Und wahrscheinlich befindet sich dort auch ein Aufzug. Hier. Die rechte Seite funktioniert einwandfrei mit Tür. Da geht man rein. Drückt auf den Knopf, Tür geht zu, Aufzug fährt an. Und das ist auch übrigens so getimt, dass erst die Tür zugeht und dann der Aufzug losfährt. Nach unten genau das Gleiche. Und das Beste ist, die Aufzüge tauschen sich instant aus. Das heißt, sobald ich hier drauf drücke, fahren beide los. Und sobald ich hier unten drauf drücke, fahren wieder beide los. Natürlich ist auch eine Schutzschaltung eingebaut, falls doch mal beide an derselben Stelle sind, was ich mal kurz wie simuliere. Und zwar, ich nehme dieses Redstone weg und drücke dann den Knopf. Kann ich das euch auch mal simulieren? Was passiert, wenn es doch mal aus irgendeinem Grund, kann ja immer vorkommen, der Redstone wieder hin, dass beide Aufzüge oben sind. Dann fährt der erste mit den runter. Beide Aufzüge fahren nach unten. Wann kommt die 1.13 und wann gehen die Backblöcke weg? Also wann sie weggehen, das wissen wir Gott sei Dank. Das hat Mujanger bekannt gegeben. Aber wenn ich jetzt wieder auf den Knopf drücke, fährt nur mein Aufzug nach oben. Gut, der andere hat auch ein bisschen gebackt. So. Und jetzt wollen wir nämlich noch die Türverkabelung bauen. Gut, die Verkabelung ist hier jetzt nicht gerade platzsparend. Gebe ich zu. Das ist schön, wenn man die Dinger mit dem Linksklick abbaut, haben sie tatsächlich noch die Partikel. So, und zwar brauchen wir auf jeden Fall zwei Türen. Zwei Eisentüren, dass da nicht einfach jemand unbefugt reinkommt. Und die müssen dann von der Seite her bepowert werden. Und zwar von dieser Seite. 1, 2 auf der dritten Blockreihe. Aus der vierten. 1, 2, 3, 4. Ja. Ganz recht. Hier muss gepowert werden. Muss ich mal kurz spicken. Der Repeater zum Ansteuern der Tür muss genau hier auf diesen Block. So. Unten fast das gleiche, nur dass hier der Repeater auf diesen Block muss. So. Wie der linke Aufzug hat auch der rechte ein, den wir an dritten Stelle abgreifen können. Zwei, genau da, wo jetzt die Scheißleitung ist. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Genau da, wo jetzt die Leitung ist. Die muss mal kurz ein bisschen anders werden. So. Zweites. Drittes. Hier könnte man abgreifen. Sehr gut. Zack. Und an dem Repeater hier zuführen. Das ging ja schon einfach. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo man unten abgreifen kann. Und zwar kann man unten an dieser Stelle. Gut, das war nicht sehr sinnvoll. Gut, jetzt bin ich reingebackt. Die Leitung eben ausgelöst. Gott sei Dank nicht so viel, nur eine Abfahrt. Vielleicht sollte ich mal wieder ein Backup machen, aber gut, das hat
ist nicht so wichtig. So. So, und das wird dann hierhin geführt. Irgendwie. Zack, zack. Jo. Und jetzt hoffe ich, dass, wenn hier keine Backblöcke mehr entstehen, würden. Heute backt es echt. Es entstehen fast mehr Backblöcke als Nicht-Backblöcke. Gut. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus mit den Pfeilen, aber ich denke mir, das ist gut. Wir können es jetzt auf Herz und Nieren testen. Zack, hochfahren. Anderer fährt runter. Ey, auf einmal backen die Blöcke gar nicht mehr. Tür ist offen, andere Tür ist zu. Gut, Verkleidung. Verkleidung ist noch nicht ganz optimal. So. Und wenn ich jetzt unten bin, ist die Tür offen. Das hat geklappt. Und die andere ist zu. Jo, hier muss natürlich auch noch verkleidet werden. Das Loch hier, was hier war, habe ich schon geflickt. Sehr gut. Aber oben war, glaube ich, noch was. Ja. Da war an dieser Stelle ein Loch. Das ist jetzt geschlossen. Also der Aufzug, würde ich sagen, ist damit fertig. Hochoffiziell. Und wir können uns der nächsten Sache zuwenden. Ja, wir haben noch Zeit. Und zwar hier der Bezahlsystem. Das Bezahlsystem. Es funktioniert, oder? Ja, das funktioniert. Was wir noch machen können. Ah, die neuen Items, die wir brauchen, einrichten. Das ist eine gute Idee. So, wir richten das jetzt noch schnell ein. Ich lasse mir mal einen Zettel gehen, damit ich mich mal gucken kann, wie der gemacht ist. Gut. Gut, also. Wir tun das in die Steinerkiste. Ja, sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Überhaupt nicht gut. Jetzt aber. Ja. Aha, nur mal so nebenbei. Hier gibt es übrigens einen Pilz gratis. Wenn man hier drauf drückt. Da, zwei Pilze gratis sogar. Uiuiui, zwei. Und wenn man den braunen drückt. Nichts. Also hier der erste, der im Bunker kommt. In der Originalversion hätte zwei Pilze gratis gekriegt, aber. In dieser modifizierten Version gibt es keine zwei Pilze mehr gratis. Oh, ja. So. Ich habe mir jetzt aber gedacht, dass wir das, die Brauzutaten ganz einfach und simpel an diese Wand machen, was. Naja, wobei, könnte gehen. Ja, doch, müsste gehen. Und zwar brauchen wir dafür Spender. Knöpfe, Trichter und Rahmen und Schilder.
Und vielleicht noch was zum Verkleiden. Und dann nehmen wir mal türkise Keramik. Was sonst? So, kann ich dahinter auch schon was machen? Sehr schön, das geht, oder? Ja. So, als allererstes brauchen wir Lohnruten, um damit die Öfen zu betreiben. Und natürlich noch auf Redstone, um das anzuschließen. Zack. Das heißt, wenn ich hier einen Redstone rein tue, müsste das mit dem Design rausgeschossen werden, oder? Ah. Gut. Reinladen, dann wird immer eins. Ah, das ist also. Nicht not the best Design. Komm, das sind Kaufkarten, das macht nichts. Das Design ist dafür wirklich sehr klein. Ja, wirklich. Also für das Design, was wir hier haben, ist das sehr, sehr klein. Ja, meine Pilze. Da kommt also der Müll. Müll, würde ich sagen, wird auch noch eingelagert. Das machen wir auch noch. Also, wir belassen es jetzt erstmal bei diesem Design. Wir brauchen vielleicht noch die ein oder andere Truhe. Was hier rauskommt, können wir dann ja noch drunter schreiben. Also, das ist ein tolles Design. Ja, doch, das kann man bauen. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden und so, Lohnruten, dann. Was gibt's noch? Wie viel Brauzutaten gibt es? Beziehungsweise, wie viel Brauzutaten gibt es, die wir haben? Das ist auch immer die Frage, wer oder machen werden. So. Lohnstaub muss gecraftet werden. Fermentiertes Spinnenauge wird benötigt für nur ne eigentlich nur für negative Tränke und die soll man nicht haben. Redstone. Kann man nicht gut farmen. Glowstone ebenfalls nicht. Dann würde ich sagen, Netherwarzen. Netherwarzen, das ist noch eine gute Idee. Also haben wir damit die erste Sache, dann so, dann gibt es eigentlich Schnelligkeit nach, aber Unsichtbarkeit, Unsichtbarkeit, Sprungkraft, Feuer.
Also ich würde sagen, wir machen die Reihe jetzt einfach durch. Das ist, man muss, oh, wir brauchen ja auch noch eine für Tickets. Also das ist das Einfachste. Wenn wir das einfach durchstecken, das wird am einfachsten werden, würde ich sagen. So. So. Ich baue das jetzt durchgesteckt und zwar bis zum Kassenbereich. Einmal geht's noch hin, oder? Nee, nee, geht nicht. Gut. Gut. Dann kommen jetzt von dieser Seite die Spender. Und die Knöpfe. Halt, hier kommt nichts hin. Hier wird dann durchgeschlagen, kommen die Spender. Knopf, nix. Spender. Mäh. Knopf. Nix. Spender. Knopf, nix. Ja, so kann's gehen. Wir haben das da gelöst. Ja, auch so irgendwie in der Art. Es muss halt nicht so toll sein. Man könnte eine Lampe noch hin tun, aber. Ja, doch, das machen wir. Lampen kommen hin. Da. Zack, 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 zack. Und dann werde ich mich nochmal hinsetzen und die Karten, also die Kaufkarten, hier läuft, man geht ja hin und holt sich nicht die Ware, sondern die entsprechenden Kaufkarten, mit denen man dann zur Kasse geht und dann dort bezahlt. Und was ich alleine mache, ist die IMS-Vergrößerung, das mache ich am besten jetzt gleich. Dann werde ich einen weiteren Wasserstrom legen, womit hier mehrere Sachen hier hinten angeschlossen werden. Und ja, das auch. Und die Kaufkarten einrichten. Dafür gibt es eine Website, was wir aber noch schnell einmal machen. Ist mit Trichtern und Kisten. So, das Ganze fertig zu machen. Gut. Jo, ich sage dann Tschüss zu euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.